Zwischen Schwarzburg und Bad Blankenburg befindet sich einer der idyllischsten Talabschnitte der Schwarza. An vielen Stellen ist deutlich zu erkennen, wie sie zu ihrem Namen gekommen ist. Die dunkle Färbung des Wassers wird durch das tiefgraue Schiefergestein im Flussbett hervorgerufen und durch die steil aufragenden, dicht bewaldeten Berge noch zusätzlich verstärkt. Im zweiten Teil unserer Wanderungen durch das Thüringer Schiefergebirge wollen wir das Gebiet zwischen dem unteren Schwarzatal und der Saale vorstellen. Im Lichtetal, unweit von Unterweißbach, entsteht derzeit eines der größten Bauvorhaben der Region, die Lichtetalsperre. Der Stauraum der Vorsperre Desbach, unterhalb des ehemaligen Dörfchens Leibes, beliefert bereits heute ca. 120.000 Einwohner mit Trinkwasser. Die Talsperre Leibis-Lichte soll nach ihrer Fertigstellung über 300.000 Menschen in Ostthüringen versorgen. Inzwischen ist dieses Bild bereits Geschichte. Auch das letzte Haus von Leibis ist verschwunden. Die Hauptstaumauer, der das Dorf weichen musste, wird nach der Fertigstellung 93,5 Meter über dem Tal hinausragen. Von Kempfs Ruh, einem beliebten Aussichtspunkt, bietet sich ein herrlicher Blick auf die Häuser von Unterweißbach. Der Ort liegt umgeben von dichten Wäldern in den Tälern der Lichte, der Schwarza und des Weißbaches. Wie in Sitzendorf ist auch hier die Zierporzellanherstellung beheimatet. Auch Unterweißbach wurde, wie viele der umliegenden Orte, erstmals in einer Urkunde aus dem Jahre 1370 erwähnt. Natürlich ist Unterweißbach aufgrund seiner schönen Lage auch als Urlaubsort begehrt. Gut geführte Gasthöfe, moderne Ferienwohnungen und gemütliche Privatquartiere laden zum Verweilen ein. Im Ortsteil Quelitz befindet sich eines der schönsten Naturfreibäder der Region. Parkanlagen, neu gestaltete Kinderspielplätze, eine Kegelbahn, ein Sportplatz, Angelmöglichkeiten und eine Fahrt mit der Lichtetalbahn sorgen für einen abwechslungsreichen Urlaub. Im Ortsteil Blechhammer befand sich ein Hammerwerk, aber auch Kupferbergbau wurde hier betrieben. Am Bahnhof Sitzendorf unter Weißbach haben wir wieder das Schwarzatal erreicht. Die besonders bei Urlaubern beliebte Bahnstrecke, die das Schwarzatal mit Rudolstadt und Saalfeld verband, wurde kurz vor ihrem 100-jährigen Jubiläum von der Deutschen Bahn AG stillgelegt. Viele Freunde der traditionsreichen Bahnstrecke setzen sich jedoch mit großem Engagement für die Erhaltung dieser Verbindung ein. Wir folgen nun weiter dem Lauf der Schwarza und passieren dabei noch einmal den Ort Sitzendorf, den wir bereits im ersten Teil unseres Filmes vorgestellt haben. Einige Kilometer weiter umfließt die Schwarza in einem U-förmigen Bogen einen Bergsporn, auf dem unser nächstes Ziel schon von Weitem zu erkennen ist.
Auf einem sattelförmigen Bergrücken, 90 Meter über dem Tal, thront das Schloss Schwarzburg. Sein Vorläufer ist 1071 als Schwarzinburg erstmalig erwähnt worden. Das barocke Wohnschloss entstand nach den Bränden von 1695 und 1726 in heutiger Gestalt. 1941 sollte es zu einem Reichsgästehof umgestaltet werden. Nach Abbruch der Arbeiten blieb eine Ruine zurück, die leider bis heute unverändert blieb. Das 1719 entstandene Kaisersaalgebäude wurde 1971 nach umfangreicher Rekonstruktion als Museum neu eröffnet. Hier können die Bildnisse aller Kaiser deutscher und römischer Nation besichtigt werden. Die Schwarzburger Grafen ließen das Gebäude zu Ehren von Graf Günther dem 21. erbauen, der 1349 zum deutschen Kaiser gewählt wurde, aber bereits nach nur 9-monatiger Regierungszeit ermordet wurde. Die berühmte Waffensammlung aus dem Schwarzburger Zeughaus, die mit über 4000 Exponaten als älteste und größte Sammlung Thüringens gilt, befindet sich heute in einem Museum auf der Heidigsburg. Es bleibt die Hoffnung, dass nicht nur der Schlossbrunnen, sondern auch dieses historisch bedeutsame Gebäude irgendwann einmal restauriert wird. Unter dem Schutz des Schlosses war eine kleine Siedlung von Hof- und Dienstleuten entstanden, die 1421 in einem Eisenhammer ihr eigenes wirtschaftliches Zentrum fand. Um 1840 kamen die ersten Urlauber. Von diesem Zeitpunkt an entwickelte die sogenannte Perle Thüringens ihr heutiges Gesicht. Der große Waldreichtum, die Reinheit der Waldluft, gesichert durch das Fehlen jeglicher Industrie, sind wesentliche Voraussetzungen eines hohen Erholungswertes. Schwarzburg wird daher auch ärztlicherseits wegen seiner gesundheitsfördernden klimatischen Lage im Sommer wie im Winter bestens empfohlen. Die Möglichkeit sehr vieler Wanderungen auf bequemen und markierten Wanderwegen tragen zum geistigen und körperlichen Wohlbefinden bei. Der Ort verfügt über eine Vielzahl von gut ausgestatteten Hotels, Pensionen, Privatquartieren sowie eine Jugendherberge. Im Jahre 1919 erreichte Schwarzburg noch einmal gesamtdeutsche Bedeutung, als Friedrich Ebert im Hotel Schwarzaburg die Verfassung der Weimarer Republik unterzeichnete. Ein Blickfang am gegenüberliegenden Hang ist das architektonisch interessante Gebäude des alten Bahnhofs. Unser Weg kreuzt nun die Trasse der Schwarzer Talbahn, die während der Filmaufnahmen eine ihrer letzten Fahrten absolvierte. Das gesamte Gebiet ist durch ausgezeichnet beschilderte Wanderwege gut erschlossen. Eine besondere Attraktion ist der Naturlehrpfad Heinrich Krotta, der am Trippstein vorbeiführt. Der beliebte Aussichtspunkt bietet die eindrucksvollste Aussicht auf Ort und Schloss Schwarzburg. Dabei hat der Wanderer aufgrund des abwechslungsreichen Geländeprofils weite Ausblicke auf die umgebende Mittelgebirgslandschaft.
Das kleine Dorf Bechstedt liegt abseits belebter Straßen in etwa 470 Meter über dem Meeresspiegel. Allendorf liegt in einem geologisch sehr interessanten Gebiet. Hier stoßen der Schwarzburger Sattel mit den ältesten Gesteinen Thüringens und die von Buntsandstein und Muschelkalk geprägten südlichen Ausläufer des Thüringer Beckens aufeinander. Der Ortsname hat sich aus der Bezeichnung Altes Dorf entwickelt. Allendorf war ursprünglich ein reines Bauerndorf mit einem Gutshof. Heute befinden sich hier mehrere Landwirtschafts- und Handwerksbetriebe. Ein Ausflug nach Paulinzella im Rinne-Rottenbach-Tal führt uns zurück ins Mittelalter. Die um 1105 gegründete Kirche des Benediktinerklosters wurde im Jahre 1124 geweiht. Der mächtige Bau ist 80 Meter lang, 30 Meter breit und besitzt einen 20 Meter hohen Innenraum. Die 36 Meter lange Arkadenreihe mit je 6 monolithischen Sandsteinsäulen bieten ein überaus eindrucksvolles Bild. Mit der Säkularisation im Jahre 1534 begann die Anlage zu verfallen. In den Jahren von 1963 bis 1969 wurden umfangreiche Restaurierungsarbeiten durchgeführt, die das Weiterbestehen dieses Baudenkmals sicherte. Auch heute gehört die Ruine zu den eindrucksvollsten Gebäuden romanischer Architektur in Deutschland. Im Vorland des Thüringer Schiefergebirges liegt das kleine Städtchen Königssee. Im Jahre 1199 erstmals urkundlich erwähnt, erhielt der Ort bereits 1257 das Stadtrecht. Königssee war lange Zeit ein Zentrum des Apothekengewerbes und des Olitätenhandels. Heute wird die Kleinstadt auch als die Spielzeug- und Trachtenstadt im grünen Herzen Deutschlands bezeichnet. Hier befindet sich die älteste, seit 1864 produzierende Puppenfabrik Deutschlands, die noch heute ein weit gefächertes Sortiment herstellt und verkauft. Auch einen Besuch der Königseer Heimatstube mit den original Thüringer Trachten sollte sich der interessierte Gast nicht entgehen lassen. Königssee ist die älteste Kräuterküche des Thüringer Waldes. Schon der Großvater des bekannten Apothekers Mylius war in Königssee tätig. In Königssee gab es viele Laboranten. Um auf die Reise gehen zu können, mussten sich alle Olitätenhändler im Amtsgericht unserer Stadt einen Reisepass ausstellen lassen. Daher bezeichnet man die Buckelapotheker auch als Königsseer. In Königssee war auch das Schuhmacherhandwerk ansässig. Es gab viele Betriebe, die Schuhe fertigten und Schuhe reparierten. Es waren über 100 Handwerker hier tätig. Das ist eine Kaffeeröstmaschine, in der früher der Kaffee geröstet worden ist und wurde in den Ofen eingehängt. Ja, können Sie mal drehen. Aufgemacht. Da früher die Bohnen ja meistens grün geliefert worden sind, hat dann jeder seinen Kaffee so gebrannt, wie er ihn gern haben wollte. Auf einem kleinen Hügel erhebt sich die Stadtkirche zum Lobe Gottes, die in den Jahren von 1866 bis 1871 in ihrer heutigen Gestalt erbaut wurde. Schon 1642 wurde hier auf dem Gelände des ehemaligen Schlosses der Herren von Wüllersleben deren Vorgängerbau errichtet, nachdem fast alle bedeutenden Bauten zunächst im Schwarzburgischen Hauskrieg und später durch einen gewaltigen Stadtbrand zerstört wurden.
Von der mittelalterlichen Stadtmauer sind heute nur noch einzelne Reste an zwei Stellen vorhanden. Das wohl am idyllischsten und am meisten durchwanderte Stück Schwarzatal sind die 10 Kilometer zwischen Schwarzburg und Bad Blankenburg. An den Ufern scheinen die alten Linden mit Ahornbäumen und Kastanien, den mächtigen Buchen und den 200-jährigen Fichten um ihre Schönheit zu wetteifern. Nach 4 Kilometern Wanderung erreichen wir das Schweizer Haus. Es wurde 1883 als Wohnung für den kurfürstlichen Tiergärtner errichtet. Heute ist das Schweizer Haus eine vielbesuchte Ausflugsgaststätte. Mit etwas Glück kann man in den üppigen Misch- und Nadelwäldern Spechte beim Füttern ihrer Jungen beobachten. Im unteren Schwarzatal finden wir im rauschenden Wasser zahlreiche Strudellöcher, die auf der weiteren Wanderung immer häufiger zu beobachten sind. In Zeiten starker Wasserführung sind die Tonschieferklippen Hindernisse für den reißenden Wasserstrom. Dieser gerät dadurch in strudelnde Bewegung. Die mitgerissenen Gerölle schleifen dabei in den weicheren Schiefern die Löcher aus. Von hier aus führt ein abwechslungsreicher Weg hinauf zum Höhenort Dietrichshütte. Der Ort bietet aufgrund seiner ruhigen Lage zu allen Jahreszeiten ausgezeichnete Möglichkeiten zur Erholung und Entspannung. Die Hauptattraktion ist ein Besuch der alten Turmwindmühle, die von 3 engagierten Mühlenfreunden liebevoll rekonstruiert wurde und heute ein kleines Museum beherbergt. Mit Glück zu möchte ich Sie recht herzlich in unserer Mühle begrüßen. Ich möchte Ihnen auch einen interessanten Abendhalt wünschen. Mein Name ist Müller, damit Sie auch wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Ich bin einer von den 3 Windmühlfreunden. Wir sind zu dritt, die Mühle betreuen, diese sauber halten, instand halten, wenn was kaputt ist, in der Führung durchführen. Die Mühle ist Eigentum der Gemeinde Dietrichshütte. Und was Sie hier sehen, das ist eine mitteleuropäische Turmmühle mit Drehkopf. Sie wurde erbaut im Jahre 1865. Hier dreht sich dann die eichene Flügelwelle mit diesem Holzantriebsrad. Über dieses Antriebsrad dann die Bremse mit den Bremsbalken, der Sperrklinke und hinten mit der Haspel, wo dann die Sache betätigt wurde. Ich demonstriere das dann mal. Diese eichene Flügelwelle hier ist hohl gebohrt und da ging die Regelstange durch. Da wurden dann draußen in den Flügeln über Gelenke die Chalaisien mit reguliert. Nach hinten war eine Zahnstange, nach unten eine Kette und dann wurde je nach Windstärke belastet. Diese eichene Flügelwelle, dieses Antriebsrad, die Bremseinrichtung und der alte Drehkranz unten sind noch originale Teile. Das ist nun der Schrotgang. Der Müller brachte sein Getreide hier hoch, schüttet das in den Trichter ein und hier durch den Schüttelschuh fiel dann das Getreide rein zwischen die Steine. Und das Klappern, was Sie hier hören, das ist das Lied entstanden, es klappert die Mühle am rauschenden Bach. Komischerweise bei der Wassermühle so einer Windmühle.
Im Nachbarort Burkertsdorf sind diese Tierplastiken zu besichtigen, die eine Auswahl des in den hiesigen Wäldern beheimateten Wildes zeigen. Bevor die Schwarzer am Ortseingang von Bad Blankenburg aus dem zerklüfteten Gebirge in die breite Talaue tritt, fließt sie über die Schwelle eines breiten Wehres. Das Wasser stürzt in mehreren Kaskaden hinab. Bad Blankenburg. Im Jahre 1267 das erste Mal urkundlich erwähnt, wurde zu Füßen der Burg Greifenstein in Gitterform angelegt. Entlang der Schwarzburger Straße erstrecken sich gepflegte Parkanlagen. Schon im Jahre 1840 begann in Bad Blankenburg der Kurbetrieb. Das milde Schonklima und die parkähnliche Umgebung förderten die frühzeitige Entwicklung zum Kur- und Badeort. 1911 wurde der Stadt das Prädikat Bad zuerkannt. 1997 wurden zwei neue reichhaltige Mineralquellen erschlossen. So steht heute die Antoniusquelle im Heilquellenpavillon des Kurparks für Trinkbehandlung und kneippsche Anwendungen zur Verfügung. In unmittelbarer Nähe steht das Denkmal für Friedrich Fröbel. Dieser prägte unter dem Eindruck der Umgebung den Namen für seine pädagogische Einrichtung, Kindergarten. Bei unserer Rundwanderung werden wir noch häufiger auf das Wirken Fröbels zu sprechen kommen. Vorbei an einigen ehrwürdigen Villen aus der Gründerzeit führt unser Weg nun ins Zentrum. Dieses Denkmal erinnert an Fürst Georg, der auf seinen Reisen häufig in Blankenburg Rast machte und beim Volk sehr beliebt war. Die historische Altstadt mit ihren rekonstruierten Bürgerhäusern hat auch heute nichts von ihrem ursprünglichen Charakter verloren. Der Marktplatz gehört zu den ältesten Teilen der Stadtanlage. Hier befindet sich das Rathaus, das in den Jahren von 1746 bis 50 nach einem verheerenden Stadtbrand neu errichtet wurde. In diesem Gebäude begründete 1840 Friedrich Fröbel den Allgemeinen Deutschen Kindergarten. Unter den schmucken Kleinstadthäusern, die den Markt begrenzen, fällt an der Ecke zur oberen Marktstraße eines der ältesten Häuser der Stadt auf. In vielen der romantischen Gässchen weisen alte Zunftwappen an den Wänden schon von weitem auf das entsprechende Handwerk hin. Thank you.
Auf einem kleinen Platz hinter dem Markt steht die evangelische Stadtkirche, die ihre heutige Form ebenfalls nach dem großen Stadtbrand Mitte des 18. Jahrhunderts erhielt. Im Haus über dem Keller, in dem sich Fröbels erster Kindergarten befand, wird heute seine Lehre über die Erziehung der Kinder im Vorschulalter in einem Museum dokumentiert. Viele Kindergartengruppen lernen bei einem Besuch die vielfältigen Möglichkeiten der Fröbelschen Spielgaben kennen. Das Wahrzeichen der Stadt ist die Burg Greifenstein. Ihre Geschichte ist eng mit der Entwicklung der Grafschaft Schwarzburg-Blankenburg und dem späteren Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt verbunden und war viele Jahre deren Stammsitz. Das alte Schloss, früher die Blankenburg genannt, hat seinen Namen wahrscheinlich vom früher kahlen Kegel des Hausberges. Die älteste bekannte Urkunde, die den Namen der Burg enthält, ist undatiert und stammt wahrscheinlich aus den Jahren zwischen 1196 und 1208. Als Kern der Burg des 12. und 13. Jahrhunderts ist der mittlere Abschnitt von fünfeckiger Grundform anzusehen. Die Burg wurde im 14. Jahrhundert erweitert. Sie erhielt einen bequemen Zugang von Süden, ein stark gesichertes Doppeltor mit Fallgatter. Seit 1525 spielte die Burg keine besondere Rolle mehr und begann allmählich zu verfallen. Im Jahre 1965 wurden vom neu gegründeten Arbeitskreis Greifenstein-Freunde umfangreiche Renovierungsarbeiten begonnen, die bis heute andauern. Dank dieser Initiative konnte im Palas der Burg eine Gaststätte eingerichtet werden. Auf dem Burggelände bietet der Adler- und Falkenhof anschauliche Flugvorführungen verschiedener Greifvögel. Ein Besuch dieser Schau zählt zu den eindrucksvollsten Erlebnissen, wie die folgenden Höhepunkte zeigen. So, ja, kennt den Handschuh als seine Beute an. Und jedes Mal, wenn Greifvögel Beute schlagen, dann kriegen sie auch so eine Art Beutekrampf. Der löst sich aber gleich wieder. Warte mal, jetzt hat er gelöst. So, jetzt können wir schon rausschmeißen. So, ich sehe gerade, unser Cookie, der schaut immer nach oben. Da ist doch garantiert schon ein Bussard irgendwo unterwegs. Ja, war schon da. Ja, war schon da. Wollen wir nochmal rufen? Da kommt er gleich. Achtung, ich rufe, ne? Der Bussard kommt! Nicht. Der Bussard kommt! Wo kommt er denn hin? Da oben! Ja. Kinder, bitte leise sein. Hier kommt er wieder an und steigt wieder auf. So, was der Falk jetzt tut. Kinder, bitte. Das nennt man Durchgänge biegen auf das Federspiel. Ich muss die Notbremse hier ziehen. Gut. So, der hat die Beute geschlagen. Und jetzt müssen wir mal sehen, dass wir den Hörpfeil ganz schnell hier auf die Hand bekommen. Okay. So, dann macht das mal ganz kleinen Flug. Ja. Und sofort kommen wir auch wieder an. Hier kommen wir wieder an, schieben los, und legt den Handschuh. Das ist ein Kondor. Sie haben sich wahrscheinlich unter einem Kondor immer viel, viel mehr vorgestellt. Mir ging es genauso, wo ich die beiden bekommen habe. Da war ich total enttäuscht. Wenn man im Film oder im Fernsehen Kondore sieht, die sehen immer viel schöner aus. Aber meine Kondore hier, die sehen auch gar nichts aus. Die sind nämlich beide noch im Jugendgefieder. So, flieg mal ganz bis hier rüber aufs Dach. Ja? Das war nicht mehr auf die Hüfte. So, jetzt lassen wir mal auf den Fuß, ist ja auch gut drauf. Flieg mal mehr ganz. Eingebettet in das grüne Saaletal, umgeben von bewaldeten Bergen, liegt Rudolstadt. Die Stadt, 776 erstmals urkundlich erwähnt, erhielt 1326 das Stadtrecht. 1571 erwählten die Grafen von Schwarzburg, die 1710 in den Fürstenstand erhoben wurden, Rudolstadt als ständige Residenz und prägten zugleich entscheidend das Leben der Bewohner.
Heute zählt Rudolstadt ca. 29.000 Einwohner. Der zentrale Punkt der Stadt ist der Marktplatz. Unter Einbeziehung eines Renaissance-Bauwerkes entstand im Jahre 1912 das neue Rathaus. Bis dahin beherbergte das Gebäude die schwarzburgische Landesregierung. Das ehemalige Residenzschloss, die Heidecksburg, ist ein Wahrzeichen der Landschaft. Die Silhouette des Schlosses ist untrennbar mit Rudolstadt verbunden. Die großzügige Schlossanlage, dreiflügelig erbaut, wird vom 40 Meter hohen Schlossturm überragt. Den Wunsch nach fürstlicher Repräsentanz widerspiegelt auch das Innere des Schlosses. Reiche Rokoko-Ausstattungen in den Festsälen und Kabinetten, schöne Fußböden, kunstvolle Malereien und Schnitzereien sollten fürstliche Prachtstellung demonstrieren. Die Festräume und Gemächer sind heute gemeinsam mit der Gemäldegalerie als Museen zu besichtigen. Am kurzen Nordflügel befand sich ursprünglich der Sitz der Ministerien zur Landesverwaltung. Heute befindet sich darin ein Teil der berühmten Waffensammlung aus dem Schwarzburger Zeughaus sowie das Naturkundemuseum. Schloss Heidecksburg ist ein wertvolles Zeugnis unseres kulturellen Erbes. Kein Urlauber sollte es versäumen, den hiesigen Schlossmuseen einen Besuch abzustatten. Die Fürsten zogen mit ihrem Ehrgeiz, Rudolstadt zu einem Klein-Weimar zu machen, viele Dichter und Denker an ihren Hof. Ende des 18. Jahrhunderts weilten bedeutende Dichter und Philosophen in der Stadt. Wilhelm von Humboldt, Friedrich Fröbel, Gottlieb Fichte und Arthur Schopenhauer verbrachten entscheidende Abschnitte ihres Lebens in Rudolstadt. Richard Wagner wirkte am hiesigen Landestheater. Paganini und Liszt gaben hier Konzerte. Goethe und vor allem Schiller fühlten sich mit dieser Landschaft eng verbunden. Im Hause von Charlotte von Lengefeld, der späteren Frau Schillers, trafen am 7. September 1788 die beiden großen deutschen Dichter das erste Mal zusammen. Die Innenstadt mit ihrer freundlichen Einkaufsstraße, die sich zu beiden Seiten des historischen Marktplatzes erstreckt, ist einen ausgiebigen Bummel wert. Der Busbahnhof ist Ausgangspunkt von zahlreichen Stadt- und Überlandlinien. Gleich neben dem Bahnhof überspannt die Elisabethbrücke die Saale zum Heinrich-Heine-Park. Diese grüne Oase, keine 10 Minuten vom Stadtzentrum entfernt, bietet den Rudolstädtern und ihren Gästen Augenblicke der Erholung und Entspannung. In der Mitte des Parkes befindet sich das Volkskundemuseum Thüringer Bauernhäuser. Erbaut im 16. bzw. 17. Jahrhundert in Dörfern bei Rudolstadt, wurden sie im Jahre 1914 hierher umgesetzt und damals als erstes deutsches Freilichtmuseum eingerichtet. Das größere der beiden Häuser mit einem Laubengang an der Hofseite wurde 1667 in dem Saaledorf Unterhasel erbaut.
Es war das Gehöft eines wohlhabenden Mittelbauern. Verschiedene landwirtschaftliche Geräte vermitteln einen Einblick in die Arbeit eines bäuerlichen Betriebes zu jener Zeit. Auf einer Tanne neben dem Unterhaseler Haus lässt sich ein sonst so scheues Eichhörnchen nicht bei seiner Mahlzeit stören. Wir beginnen den Rundgang in der Wohnstube, in der sich die Bauernfamilie täglich aufhielt. Das Zimmer ist nur durch einen Flur vom Stall getrennt und enthält Mobiliar und Gegenstände aus dem Alltagsleben seiner Bewohner. In der Küche, die auch die Wohnräume beheizte, befindet sich ein großer Backofen und alle Hausgeräte, die zum Kochen und Backen nötig waren. Eine Bilderbibel aus dem Jahre 1716 befindet sich in der im Obergeschoss gelegenen guten Stube. Gegenüber liegen zwei Altenteilräume, die mit farbenfroh bemalten Möbeln ausgestattet sind. Hier ist ein noch heute funktionstüchtiges Spinnrad zu besichtigen. An diesem Schreibtisch wickelte der Bürgermeister von Unterhasel seine Amtsgeschäfte ab, der zugleich der Besitzer dieses Hauses war. Im Birkenheider Haus, um 1700 in einem Höhendorf erbaut, haben wir uns mit dem Historiker Dr. Walter Wenrich verabredet. Wir befinden uns hier im Freilichtmuseum Bauernhäuser zu Rudolstadt, speziell in der alten Dorfapotheke von Rohrbach. Sie erinnert uns an das alte Laborantenwesen, den Olitätenhandel und das alte Apothekerwesen, das insbesondere auch in der Gemeinde Meura daheim war und dort im 18. Jahrhundert seine Blütezeit erreichte. Als Vorläufer kann man die Wurzel- und Kräutersammler betrachten, die schon im 16. Jahrhundert für das herrschaftliche Haus und die Apotheke, die Hofapotheke in Schwarzburg Kräuter und Wurzeln lieferten. Hier haben wir ein hölzernes Reff, also jenes Tragegestell, mit dem die Buckelapotheker ihre Waren hinunter ins Land trugen. Man muss sich vorstellen, dass auf diesem Reff von unten nach oben eine Vielzahl an Spanschachteln gestapelt waren, dass wir an den Seiten Flaschen und Violen hängen hatten, die ebenfalls gefüllt waren mit entsprechenden Heil- und Hausmitteln, und dass also mit diesem einfachen Tragegerät zu jener Zeit, also Mitte des 18. Jahrhunderts, ganz erhebliche Strecken zurückgelegt wurden. Es gab noch andere Tragegeräte, so etwa ein Gestell, das mit Kalbfell bespannt war, ein Ranzen, von dem sich auch der Name der Ranzer ableitet, und weitere Transportmöglichkeiten waren ebenfalls zu jener Zeit bekannt. Wir haben also hier eine ganze Reihe Utensilien und Geräte, die damals in jedes Labor gehörten: Rezipienten, Kolben, große Gefäße, oder hier auch entsprechend die Mörser, viele
Fläschchen der verschiedensten Art für Tinkturen, Einreibemittel und andere Öle, die zu dieser Zeit hergestellt wurden. Insgesamt mussten die Laboranten eine Lehre bei einem ausgewiesenen Laboranten durchmachen über längere Zeit und mussten sich dann dem Kreisphysikus in Rudolstadt einer mündlichen und berufspraktischen Prüfung unterziehen. Erst danach bekamen sie eine Zulassung und Verpflichtung für ihren Beruf als Laborant und entsprechend einen Reise- und Handelpass, damit sie auch ihre Waren über die Buckelapotheker vertreiben konnten. Neben einem Bummel durch das Villenviertel rund um die Lutherkirche zählt der Marienturm zu den besonderen Ausflugszielen von Rudolstadt. Vom 354 Meter hohen Aussichtsturm bieten sich hervorragende Panoramablicke über die Stadt und die bewaldeten Täler und Höhen zu beiden Seiten der Saale. Langsam versinkt die Sonne hinter den Gipfeln des Thüringer Schiefergebirges. Mit Recht wird diese Landschaft als eines der schönsten Urlaubsgebiete mitten im grünen Herzen Deutschlands bezeichnet. Egal welches Ziel man auch wählt, eine Reise in das Land zwischen Schwarza und Saale wird auf jeden Fall zu einem bleibenden Erlebnis.